Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in die Bliss 7 Box aus dem Monat April. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die aus Frankreich kommt und die kostet ab 16,90 Euro pro Box und pro Monat. Mit Bliss 7 Claudine kannst du 5 Euro auf deine erste Box sparen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das zusätzlich ist oder ob das entweder oder ist, da müssen wir gleich mal gucken. Man kann auch als Neukunde ein Goodie bekommen. Das gucken wir uns gleich mal an. Ja, hier haben wir 5 Beauty-Produkte drin enthalten, die meistens in kleineren Größen kommen, in Reisegrößen, aber in aufbrauchbaren Größen, um das mal so zu sagen. Trotzdem haben wir hier aber auch immer mal wieder so ein Wow-Produkt drin. Und ja, ich bin einfach gespannt, was wir im April hier erwarten dürfen. Ich glaube, es gab Auswahlprodukte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich ausgewählt habe. Was ich aber weiß, ist, dass ich eine Box an einen von euch verlosen darf. Ich habe nämlich 2 zugeschickt bekommen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne dort mal vorbei. Und ja, das Design gefällt mir schon mal richtig gut. Das ist so richtig schön frühlingshaft. Es hat auch ein bisschen was Hippie-mäßiges, ne? Und für mich sieht das auch ein wenig aus wie Flügel von einem Paradiesvogel. Ich finde es schön, ne? Und ja, dann würde ich sagen, dieses kleine Schächtelchen hat eigentlich immer genau so diese Größe. Dann schauen wir mal, was ich diesen Monat hier drin verbirgt. Zuallererst ein Frosch im Hals, gratis dabei für Claudi. Und ja, hier haben wir dann einmal den Deckel drin und dann haben wir Let it bloom als Motto. Also es geht dabei, dass wir alles blühen lassen dürfen. Und so ist es auch. Viele Boxen nehmen auch jetzt im April zum Frühlingsanfang, zum Frühlingsstart auch wirklich das als Motto. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Dann haben wir hier so ein bisschen was zu den Produkten erklärt, zu entdecken im April. Diese sonnige Beauty-Routine kündigt den Frühling an. Röcke und Blusen werden ausgepackt und die Sehnsucht nach Farbe und einem strahlenden Aussehen erwacht. Definitiv, ich habe euch hier mal ein Video erstellt, letzte Woche erst, wo es um die Frühlingspflege geht. Da ändert sich ja auch das ein oder andere, ne? Und da sind noch ein paar Produkte hier erklärt. Selbstbräuner trifft auf Hautpflege. Okay, wir haben dann sehr wahrscheinlich ja auch einen Selbstbräuner drin. Müssen wir mal gucken. Und ja, da kann man hier auch noch mal den QR-Code scannen. Dann müsste man dann ja auch theoretisch noch etwas mehr über das Motto erfahren. Dank deiner Bliss 7 Box sagen wir dir diesen Monat eine gute Laune voraus. Ein farbenfroher, sonniger und strahlender Frühling steht vor der Tür. Entdecke in deiner Routine ein Make-up, ein Selbstbräunungsserum, eine individuell abgestimmte Haarpflege und weitere spritzige Produkte. Das ist auch cool. Du hast halt die Möglichkeit durch dein Beauty-Profil auch ja, anzugeben, was du so für Haare, Haut, wie auch immer Bedürfnisse hast, ne? Und da kann es dann sein, dass das ein oder andere Produkt sich dann auch mal ja, unterscheidet von dem, was ich jetzt hier zum Beispiel drin habe. Ich starte jetzt einfach mal mit dem, wo ich noch nicht ganz so weiß, ob ich das feiere. Und zwar habe ich hier einen Selbstbräuner drin, Tanny. Das ist ein Face Tanning Serum, 25 ml. Und damit kannst du, 97% der Inhaltsstoffe sind natürlich, ne, kannst du dein Gesicht etwas bräunen. Ist per se gar nicht so verkehrt, denn wir sollten ja eigentlich nicht in die Sonne gehen, um uns jetzt toasten zu lassen, sondern nur um Vitamin D zu tanken und ja, ne, die Bräune dann halt gegebenenfalls durch solche Produkte zum Beispiel zu holen. Ich stehe zu meiner Blässe. Also ich habe es mal versucht, dass ich dann auch Selbstbräuner im Gesicht verwendet habe, am Körper, an den Beinen, weil ich halt gedacht habe, Mensch, ne, du kannst durch meine Beine durchgucken. Manchmal mache ich das auch noch nach wie vor. Aber ich muss gestehen, dass ich einfach mittlerweile sage, es ist, wie es ist. So bin ich halt, das ist meine Natürlichkeit, die lasse ich so. Und das, was ich verändere, ist halt so in meinem Gesicht, dass ich da so ein bisschen drin rummale und meinen Spaß habe. Aber das mache ich jetzt nicht irgendwie, um mich dunkler, heller oder sonst irgendwie zu machen. Ich mache es halt einfach nur ein bisschen bunter. Und das ist einfach meine Expressionismus-Geschichte. Alles andere, das ist dann einfach so, ne? Ja, also das kann man sicherlich gut machen. Selbstbräuner verwenden ja auch recht viele, ne? Ist jetzt nicht so mein Vibe, muss ich gestehen. Ach so, das hier ist übrigens das Produkt, was es als Goodie dazugeben könnte. Und zwar habe ich hier die Maneater-Mascara von Tarte in einer kleinen Größe, 4,5 ml. Die müsste ich auch selber noch da haben. Das ist so ein sehr, sehr dickes Gummibürstchen. Und die macht auch wirklich schöne, schöne Wimpern.
Ich weiß nicht, ist das nicht die... Nee, das ist noch eine andere, ne? Die Lieblingsmascara von Melly, Melloflori. Ja, auf jeden Fall kennt man dieses Bürstchen auch schon von anderen Brands oder die haben es davon adaptiert. Und es ist eine schöne, solide Mascara und ich glaube auch, dass neue Abonnenten sich sehr darüber freuen werden. Denn dekorative Kosmetik ist dieses Mal, glaube ich, gar nicht so super viel hier drin. Ich habe hier was von Lotte London in der Box in so einem kleinen Täschchen drin. Das ist Unfazed. Ein Metallic Lidschatten. Oh, das ist dann wohl ein Creme-Lidschatten. Ja, 2 Gramm haben wir hier drin. Ich verwende jetzt nicht so unbedingt Creme-Lidschatten. Sehr, sehr selten. Ne? Und wenn, dann wahrscheinlich eher so in Kombination mit anderen Lidschatten. So als Base zum Beispiel. Weil die bei mir meistens nicht so gut halten. Oder wenn es halt so richtig Kabittjes gibt, so richtig Glitzer und so weiter. Dann halt, wenn ich einen extremen Look haben möchte. Oder Karneval, Party, entsprechende Situation, dann kommt das aufs Auge, aufs Gesicht, wo auch immer hin. Ne? Aber ich glaube, das hier wäre so ein bisschen Perlen vor die Säue für mich. Und deswegen wird das auch sehr wahrscheinlich nicht bei mir bleiben. Dann habe ich hier eine Wimpernzange drin und das finde ich richtig cool. Das ist von Blissim selber. Wimpernzangen finde ich immer sehr, sehr genial. Also ich habe auch eine aktuelle Anwendung. Deswegen werde ich die hier auch weiter wandern lassen. Ich kann die aber trotzdem hier mal rausnehmen, weil ich habe halt eine, wo man so Zacken drin hat und damit werden die Wimpern halt noch besser gegriffen. Aber das hier ist auf jeden Fall praktisch, ne? Das ist auch hier mit den Griffen sehr gut. Das ist gummiert. Ich liebe dieses Mintgrün. Hier kannst du, ja, aber man sollte gar nicht so doll zudrücken. Theoretisch kannst du richtig doll drücken, aber das musst du gar nicht. Genau, und so schaut die aus. Fühlt sich eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Die kann wohl was. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. Hier habe ich was drin. Das ist dann wahrscheinlich das Produkt, was perfekt auf meine Haare abgestimmt ist. Von Leonore Grail Paris. Soin Naturel du Cheveux. Das ist ein Shampoo. Ein Volumizing Shampoo for Long Fine Olympia. Richtig geil. 50 Milliliter. Ja, da wurde auf mein Beauty-Profil geschaut, denn ich habe langes, feines Haar. Was natürlich durch meine aktuelle Haarpflege jetzt etwas gesünder aussieht als sonst und sich auch einfach besser anfühlt, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht kann dieses Shampoo sogar noch mehr rausholen. Das weiß man so nicht, ne? Die Marke ist mir auch unbekannt und ich finde es schön, wenn man einfach durch so eine Box auch neue Marken entdecken darf. Und dann habe ich hier noch was drin, auch nochmal separat eingepackt, und zwar L'Heure d'été Gommage Monoir Lusseur du Sud France. 100 Gramm. Das dürfte ein Körperpeeling sein, oder? Mit so Duftnoch Monoir oder Monoi. Wie spricht man das aus? Monoir oder Monoi? Ich könnte es jetzt googeln, ne? Gut, dann schauen wir mal mit dem Näschen, wie das so riecht. Das riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Also das riecht nach Urlaub. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Wie beschreibt man den Duft nach, sagen wir mal, das heißt jetzt Monoir? Es riecht blumig, hat aber auch so ein bisschen was... Ich würde fast schon sagen, leicht Zitrusfrüchte-lastiges mit dabei, aber nur ganz, ganz leicht. Es wäre quasi eine Ananas so ein bisschen nebenher vorbeigelaufen, aber sehr cremig, mag ich. Und das scheint auch irgendwie entweder ein Zucker oder ein Salzpeeling zu sein. Denn da sieht man dann halt auch die Partikel. Und das ist etwas, was ich liebe. Ne? Zuckerölpeelings, Salzölpeelings. Oh, wird aufgebraucht, wird ausprobiert und aufgebraucht. Ihr seht es in einem Aufgebraucht-Video. Und das wäre jetzt einmal die Box gewesen. Wie gesagt, für 16,90 Euro ist das wirklich eine feine Kiste. Und dann hast du, ja, dann echt 5 gute Produkte hier drin. Gut, in Beautyboxen hast du dann manchmal das ein oder andere Produkt, was man dann einfach selber nicht verwendet, wie ja zum Beispiel hier, ne, mit dem Tanning-Gedönsen, das ist nicht so meins. Andererseits hat man dann hier ein Produkt mit dabei, wo man sich denkt, wow, finde ich großartig, so wie dieses Peeling, das werde ich gleich sehr wahrscheinlich schon direkt mit runternehmen und dann quasi schon mal zwischenschieben zwischen dem Riesenpot, den ich aktuell in Anwendung habe. Aber ansonsten, ich finde, dass sie einfach sehr gut gestaltet ist. Was meint ihr? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.